Nö. Wir hatten gestern Badlist Drop. Ich mache hier nicht um 12 das Video. Vergiss es. Momenichiyup und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Und diese Woche haben wir sehr viele Informationen bekommen zu Themendecks, die neuen Support bekommen. Und wir werden eingangs zu dieser Episode und ausgangs uns auf zwei konzentrieren, die sehr interessant klingen. Und die anderen werden wir in den Quick Plays durchgehen. Und das Erste, was natürlich allen erstmal sofort aufgefallen ist, ist das: Boah, bewaffneter Drache kriegt Support. Digga, das ist irgendwie 15 Jahre her, dass es den letzten Support gefühlt dafür gab. Und wir haben ja schon so ein bisschen so einen kleinen Vorgeschmack die letzten Jahre bekommen, wo wir auf einmal Karten gehabt haben, okay, Chaz, ne, der hat ja auch Ojamas gespielt und so, wir machen jetzt auch Fusionen, indem man diese ganzen Teams irgendwie miteinander fusioniert. So. Und dann haben wir gedacht, hä? Wie soll man das denn spielen eigentlich? Das geht irgendwie gar nicht in die Richtung. Die haben sich jetzt gesagt, hey, wir gehen da noch weiter in die Ecke und sagen jetzt mal diesen ganzen Level-Monstern, die er auch gespielt hat. Und packen die einfach nochmal neu aus. Und da haben sie gesagt, diesmal eine andere Strategie ausgewählt, nicht so nach dem Motto, wir müssen die alten Karten benutzen, sondern wir lassen die halt noch quasi namentlich mehr oder weniger in den Effekten drin, aber eigentlich wollt ihr die neuen Karten spielen, sprich Retrained-Varianten von den bewaffneten Drachen. Das haben sie wieder gemacht mit dem 3er, 5er, 7er und 10er. Den 10er haben sie gut doppelt. Wir wollen uns aber diesmal heute nur auf die Armed Dragon Thunders konzentrieren, weil das die ganze Level-Up-Linie ist. Und was sie dabei gemacht haben, ist, die haben die Dinger deutlich verbessert. Also man kann die halt man kann halt als Effektkosten halt eine Karte von der Hand auf den Friedhof legen und dann die weglegen im Effekt, um halt die nächste Stufe mal rauszuholen. Sie haben netten Effekt, dass sie halt immer noch wie der Originaldrache halt behandelt werden auf dem Spielfeld mit dem Namen, wenn man es gerade braucht. Vor allem halt für den neuen Zehner, der halt dafür hilfreich sein kann. Und sie haben halt alle den Effekt, wenn sie halt als Kosten auf den Friedhof gelegt werden für die Effektaktivierung eines Dracheneffekts, haben sie halt einen Effekt, der Dreier, der zieht halt eine Karte, der Fünfer, der sucht sich Tempest und der Siebener, der holt sich eine Armed Dragon-Karte aus dem Deck und das endet nachher halt in einem Zehner, der ganz cool ist eigentlich so von seinem Effekt her. Das ist eine schöne, gute Control-Karte, die halt als extra Bonus mehr oder weniger haben kann, dass die irgendwann mal das Feld mal so richtig komplett sprengt. Und es macht es halt deutlich einfacher, das zu spielen. Das Einzige, was noch ein bisschen merkwürdig ist bei uns in der TCG, vielleicht haben das einige mitbekommen, ist die Karte aufgestiegen. Denn wir haben jetzt die ersten Karten, die rauskommen, die, wenn das so weitergeht mit der Effektbeschreibung unserer Karten in der TCG, so wie es bisher war und nicht so wie es in der OCG, ich glaube, seit Code of the Duelist ist, dann haben wir ein kleines Problem, was Rulings angeht, weil dann die OCG anders funktioniert als die TCG. Es handelt sich nämlich darum, dass die OCG-Karten seit Code of the Duelist nämlich so gewordet sind, dass die nicht mehr den Namen im Effekttext nennen von der Karte, die sich aktiviert. Und sie sagen einfach nur von der Karte, die diesen Namen trägt. Deswegen seht ihr das auch mal in meinen Übersetzungen, wenn ich das schreibe, denn ihr könnt den Effekt dieser Karte mit diesem Namen einmal pro Spielzug nutzen. Das ist schon die japanische Schreibweise, die nutzen wir aber in der TCG nicht. Normalerweise steht dann bei uns, du kannst den Effekt von Aschenblüte und Freudiger Frühling oder wie auch immer nur einmal pro Spielzug benutzen. Da steht der Name explizit drin und das würde jetzt mit den neuen Karten sagen, okay, weil die ja Once Per Turn sind, würden sie sich selbst auch nennen. Also Armed Level Dragon 3, 4, 5, 3, 5, 7. Die würden sich selbst halt in dem Namen nennen und damit quasi auch mit aufgestiegen könnte man denselben rausholen, indem man denselben weglegt. Was weird wäre. Und ich bin gespannt, ob die TCG das jetzt adressieren möchte und allgemein auch mal diese Wordings umändern will, wie das die OCG macht. Oder ob das so bleibt und wir quasi so einen kleinen extra Bonus haben, indem wir halt quasi mit aufgestiegen einfach das Monster nochmal auswechseln kann. Ich habe jetzt momentan noch keinen so richtigen Ansatz, wie man das sinnvoll nutzen könnte. Aber das ist momentan so eine Problematik, die wir damit haben, die neuen Levelmonster mitbringen, weil das die vorherigen halt bisher nicht so hatten. Und da müssen wir mal schauen, wie das jetzt innerhalb des Releases dann damit abgegolten wird von Konami, so nach dem Motto, wie wollen wir das jetzt eigentlich handeln? Oder sagen wir einfach nur nö, oder erraten wir einfach aufgestiegen und sagen halt, außer die Effektaktivierungsbla. Ey, was müssen die ja machen, oder? Weil sonst haben wir unterschiedliche Rulings, wäre auch weird. Naja, was ich auch noch vergessen habe, die haben ja auch noch einen eigenen Quick Launch. Und weil das auch Drachen sind, ne? Also, kann man ja das auch wieder als so eine LP-Pisti-Kombo-Sache benutzen, wie man es halt auch bei den anderen Dragonling-Kombos so mehr oder weniger macht. Das hat trotzdem einen etwas klassischeren Ansatz, finde ich. So, der Alter hat aber hier ordentlich gelabert, so, ja, mal Quick Plays hier. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gestern wurde die September 2020 Liste von Konami veröffentlicht und wir Deppen haben uns natürlich gestern Abend nochmal reingesetzt und nochmal eine Reaktion zu dem Ganzen gefilmt und natürlich ein Video hochgeladen, falls ihr halt die Liste mal live reaktionsmäßig sehen wollt. Schaut nochmal bei dem Video vorbei, ansonsten seht ihr hier auch schon, was passiert ist. Spoiler, I guess.
des News. Ich glaube, das ist okay. Oder? Zur Phantom Rage Premiere kennen wir nun auch die Promo. Das wird die Tri-Brigade Airborne Assault sein. Und die Premiere-Events werden am 31. Oktober und am 1. November 2020 stattfinden. Moment, geht das überhaupt? Ist der 31. nicht ein Feiertag? Plus, ist auch noch ein Samstag. Tja, die Locals müssen wohl sich anscheinend reinhalten hier. Für alle, die sich schon freuen auf das Rage of Ra Set, das in 2 Wochen bei uns auch hier in der TCG erscheinen wird, haben wir mittlerweile den Spoiler bekommen. Falls ihr wissen wollt, welche Karten dort erscheinen, so habt ihr jetzt die Möglichkeit, das nachzuschauen. Und wie bereits eingangs erwähnt, haben wir noch neuen Support für alte Themendecks. Und da haben wir unter anderem für Blazing Vortex die Windhexen, die angekündigt worden sind, die ein bisschen die Spielweise so ein bisschen verbessern, dass man in weitere Windhexen gehen kann und nicht, dass das Ganze schon bei Stufe 7 aufhört. Ein paar Monster, die so ein bisschen die Plays noch extenden können. Ob das am Ende aber reicht, dass das mal auch vielleicht ein selbstständiges Themendeck ist, das muss man nochmal schauen. Oder ob sie weiterhin halt so bleiben als Engine, die man zusammen kombinieren kann, wie mit zum Beispiel Beschwörung, wie es man schon im Jahre 2017 damals gemacht hatte. Und auch nicht nur Windhexen bekommen Support, sondern auch das Sagenhaft-Themendeck, was ich sehr cool finde, weil ich dieses Themendeck halt wirklich, dem wünsche ich mal so ein bisschen Support mal aus irgendeiner Richtung. Es sind auch neue Karten angekündigt worden, sehr cooles Synchro-Monster, muss ich sagen. Und einige nette Support-Karten. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, dass das noch ein bisschen alles zusammenschweißt. Aber es geht mal in eine Richtung, die halt besser ist, als wie es momentan ist mit Sagenhaft. Schmeiß die Hand leer nach dem Motto und du hast nichts mehr auf Welt. Das war irgendwie immer so ein bisschen Videos. Ich musste ja auch schmunzeln, als ich es gelesen habe und dachte mir so, what? Es gibt ein Ice Barrier? Structure Deck? Wie ist das denn an mir vorbeigeflogen? Und warum? Holy crap! Dass das doch irgendwann passieren würde! Digga! Und vor allem die Hidden Arsenal Dual Terminal Storyline wird damit quasi mehr oder weniger parallel fortgeführt. Ich bin gespannt, was sich da alles ausdenken. Aber das Lustige ist, wir kriegen dieses Structure Deck. Und ich bin gespannt, was die erst so mit dem Main Deck machen wollen. Wir haben ein paar neue Karten dafür angekündigt bekommen, aber das ist bisher noch nicht so funky. Und das Main Deck war bei denen auch immer so ein bisschen, das war ja auch immer der Spaß, den man mit den Ice Barriers hat, nach dem Motto, vielleicht doch nicht so ganz mein Deck, aber die Extra Deck Monster, das war immer eine ganz andere Sache. Die sind ja von der Bandlist überall quer durch die Gegend geflogen, waren auch einigermaßen Band oder auf 2, 1, 3, 4, 5, die waren auf allen möglichen Start hier. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ihr ehemaliges Bossmonster, was am längsten auf der Bandlist war, gesagt haben, hey, den lassen wir wie so eine Art Hydra arbeiten, ne? Nach dem Motto, wenn du einen Kopf abschlägst, wegwachsen 2 nach. Bei dem ist er so quasi, wenn du den Trishula abschlägst, wächst ein ganzer neuer Trishula nach. What the fuck? Ich nenne die Nummer 3. Wollen Sie es nicht vorher lesen? Die Homic World, um zu lenken, nicht um zu denken. Nummer 3. Trishula, Sub-Zero, Dragon of the Ice Barrier. Und ich muss sagen, ich finde die Karte ziemlich cool und das ist eine sinnvolle Evolution vom originalen Trishula. Weil mit dem kann man jetzt quasi, man macht den normalen Trishula, banisht sich da ordentlich mal ein bisschen was ab, packt dann nochmal 2 Einser daneben, Tuner mit dabei und dann geht das los in den nochmal rein, der banisht nochmal 3 vom Feld, was sehr, sehr schön ist. Und das Coole ist halt, wenn der Gegner den halt wirklich irgendwie wegzerstört vom Spielfeld, dann holt er wieder den anderen Trishula entweder aus dem Friedhof oder aus dem Extra-Deck wieder raus. Und es macht halt auch Sinn, dass da nicht steht, dass der Synchro beschworen wird, weil das ist ja erstmal dumm, dass er nochmal den Effekt triggern könnte. Und zweitens wird es auch gar nicht funktionieren, weil dadurch, dass er entweder oder, also aus dem Friedhof oder aus dem Grave, aus dem Friedhof oder aus dem Extra-Deck kommen kann, wenn aus dem Friedhof kommt, das ist keine Synchro-Beschwörung, das kann nicht eine Synchro-Beschwörung sein. Deswegen ist das nochmal eine feste Special-Summon, die natürlich dann überlegt werden muss, ne, wenn ihr halt den macht, ohne den Trishula wirklich vorher gemacht zu haben und den ihr dann nachher rausholt, den werdet ihr dann nachher nicht mehr rauskriegen, weil der nicht sauber beschworen worden ist, weil das einfach eine geforste Special Sound ist aus dem Extra Deck. Aber das sind wieder Ruling-Sachen, über die wir uns gar nicht interessieren, sondern darüber, dass das eigentlich eine sehr coole Karte ist, die man halt sehr schön in Kombination beide zusammen in irgendwelchen Decks reinballern kann, wo man halt ordentlich Removal braucht und ordentlich was vor allem Going Second braucht, weil der erste Trishula, nee, das ist so eine gute Karte, die man halt auch ganz normal Going First nutzen kann, damit man halt eine Handkarte vom Gegner wegklaut und vielleicht auch irgendwas, was in Grave schon mittlerweile geschmissen hat, auch noch gleich mal mit entsorgt, was vielleicht auch Setup sein könnte oder was man selbst von seiner Hand abgeworfen hat. Und der zweite, der ist eine schöne halt Going Second Karte und ich kann mir vorstellen, dass da irgendwas sicherlich irgendwie möglich sein wird, dass man da coole Kombos macht und das ist ein gutes Balancing, dass man halt dann nachher sagt, dass man halt nicht den Trishula, den man wieder aus dem Friedhof oder aus dem Extra Deck dann holt, nochmal solchen Schabernack treiben kann. Ja, das war's hier auch heute mit der heutigen Episode. Ich hoffe, die hat euch soweit gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.